haben zwei verschiedene Arten von Kommunikation. Einmal eine drahtgebundene Kommunikation und einmal eine drahtlose Kommunikation. Drahtlose Kommunikation heißt, hier beim Red Bull Ares haben wir ca. 400 Funkgeräte im Einsatz. Wir arbeiten auf 48 verschiedenen Kanälen. Wenn man das im Bereich analog machen würde, kann man sich vorstellen, dass man 48 Antennen etc. Combiner-Systeme aufbauen müsste. Deshalb haben wir die Drahtlos-Kommunikation auf Handfunkgeräte, Motorola-Handfunkgeräte mit einem Tetra-System, eine digitale Basisstation. Und natürlich unsere drahtgebundene Kommunikation ist zum Beispiel wie hier unsere Artis Intercom. Und beide Systeme sind miteinander verbunden. Das heißt, mit unserem Produkt Juggler sind alle Kanäle, die wir auf der digitalen Basisstation verfügbar haben, auch auf jedem Panel verfügbar. Und das Spezielle hier beim Ares ist, dass die ganze Kommunikation über uns läuft. Also wir starten, ob das Event-Production, TV-Production oder Security in der Richtung ist, alles ist aus einer Hand. Bei drahtgebundener Kommunikation haben wir ca. 80 Sprechstellen im Einsatz. Wir haben ungefähr 6 Artist-Mainframes, was wir hier sehen können in dem Rack. Die sind überall in der Event-Area oder am Race Airport verteilt. Kommunikation ist eine unserer Aufgaben. Die zweite Aufgabe ist auch, dass wir verantwortlich sind für die IT-Infrastruktur. Das sehen wir hier auf der Seite, unsere ganze Serverstruktur. Und egal, wo man hier beim Red Bull Ares ist, stellen wir den Zugang zum Internet und für einige andere Gewerke natürlich auch ihre Server zur Verfügung. Wir bekommen hier in unserem Office, wo wir uns gerade aufhalten, eine 100 Mbit-Leitung, Internetleitung angeliefert und von hier aus verteilen wir das in allen Bereichen, ob das Race Control ist, TV, Compound, am Airport, für die Piloten, für die Media, alles geht über diese eine Leitung. Eine der weiteren Aufgaben ist, wir sind für alle Drahtloskameras verantwortlich. Hier am Compound haben wir 2 Drahtloskameras im Einsatz, am Airport haben wir 4 Drahtloskameras im Einsatz. Zusätzlich zu den Drahtloskameras sind wir auch verantwortlich für den Helikopter-Downlink. Das heißt für die Bilder, die vom Helikopter kommen. Das ist eine der Aufgaben und speziell hier haben wir auch, hier in Budapest, haben wir auf einer der Pylonen eine Remote-Kamera. Die Strecke machen wir auch drahtlos. Zusätzlich zu den Drahtloskameras sind wir auch verantwortlich für die Onboard-Kameras in den Flugzeugen. Beim Red Bull Ares sind 14 Flugzeuge im Einsatz. In jedem Flieger haben wir 2 Kameras installiert, die wir zum Beispiel hier oben sehen können. Das ist leider jetzt ein Freeze, das heißt das letzte Bild, was der Sender gesendet hat, haben wir dort. Das heißt, wir haben in jedem Flieger 2 Kameras eingebaut. Das heißt, wir haben eine in der Tail, die den Flugzeug von hinten zeigt und eine Kamera, die den Piloten zeigt im Cockpit. Und wir können von hier, wir haben auch eine spezielle Telemetrie-Software entwickelt, so dass wir von hier aus, hier sitzen meine 2 Onboard-Operators, die dann umschalten können. Wir nennen das immer Face- und Tail-Kamera auf Anweisung vom TV-Director. Wir können auch von hier aus auch die Farben einstellen der Onboard-Kameras. Und notfalls könnten wir sogar auch den Sender, der in der Luft ist, umprogrammieren, falls wir eine Frequenzstörung haben. Und das ist eine selbst entwickelte Software von uns. Eine weitere Aufgabe von Riedel ist es auch Signaldistribution. Signaldistribution heißt, verschiedenste Videosignale zu verschiedenen Areas zu bringen. Und wenn man sich überlegt, dass wir verantwortlich sind für ein IT-Netzwerk, ein Intercom-Netzwerk, ein Videonetzwerk, sage ich mal so, wie machen wir das? Um die ganzen Aufgaben, wofür Riedel beim Red Bull Ares verantwortlich ist, realisieren zu können,
bauen wir ein Medionet-System auf. Medionet ist für uns das komplette Backbone. Was ist Medionet? Medionet ist ein Echtzeit-Mediennetzwerk, worüber wir Audiosignale, Videosignale, IT-Netzwerk und sogar auch Intercoms verteilen können. Deshalb bin ich als Projektleiter sehr, sehr froh, dass wir Medionet entwickelt haben, weil es hilft uns im Transportgewicht zum Beispiel. Früher hatten wir circa 9 Tonnen Gewicht dabei. Früher hatten wir 9 Tonnen Equipment dabei gehabt. Jetzt sind wir so um die 4 Tonnen Gewicht dabei. Das heißt, wir sparen uns jede Menge Verkabelungsaufwand, aber auch Glasfasertrommel und Endgeräte natürlich. Mit Medionet kann ich dies alles realisieren, wenn man es mal ganz nach unten fassen würde. Über 4 Glasfasern verbinde ich 2 Medionet-Frames und davon sind 2 Adern sogar Redundanz. Auch die Arbeitszeit, die wir hier vor Ort verbringen. Früher waren wir circa 16 Tage vor Ort und wir konnten dadurch 4 Tage einsparen, sodass wir nur noch 12 Tage vor Ort sind. Im Vergleich, wenn man jetzt sieht, hier unser Riedel Office und die Anbindung zur Race Control, wohin wir ein Intercom-Netzwerk hinbringen müssten, ein IT-Netzwerk und Videosignale abholen mussten, haben wir eine Glasfaser benutzt, die 28 Adern hat. Jetzt benutzen wir nur noch 4 Adern und davon sind 2 Adern Redundanz. Für die Signale, für die wir verantwortlich sind, müssen natürlich ans Fernsehen übergeben werden. Das heißt, die Onboard-Kameras, Helikopter, auch die Drahtlos-Kameras empfangen wir natürlich hier in unserem Riedel Office und die Videosignale müssen dann zum Master Control Room gebracht werden. Dies geschieht natürlich auch über Medionet, wofür wir früher zum Beispiel um die 24 BNC-Kabel gezogen haben, ziehen wir jetzt nur noch eine Glasfaserleitung, wieder wie 4-adrig, 2 davon spare. Da sieht man auch schon, wo die Gewichtersparnis zum alten Arris zu dem neuen herkommt oder sagen wir mal, seit es Medionet gibt. Der Vorteil beim Arris ist, dass hier der Hauptbroadcaster TVN ist und TVN besitzt eigene Riedel-Produkte wie Medionet und Intercom. Das heißt auch, das Intercom-System läuft hier beim Arris über ein System. Wir haben hier komplett Medionet und Artist im Einsatz.